Das alliierte Kriegsverbrechergefängnis in Berlin 60 im gleißenden Scheinwerferlicht der Weltöffentlichkeit, als sich genau um Mitternacht die Tore öffneten für einen der letzten dort eingesperrten Hauptkriegsverbrecher des Dritten Reiches. 20 Jahre hatte Albert Speer in Spandau verbüßt. Und die Welt war gespannt, wie Hitlers Architekt und Rüstungsminister Zeugnis ablegen würde über seine Zeit mit dem Diktator. Der Mann, der aus dem Zuchthaus Spandau kam, war ein sehr in sich zurückgenommener, sehr einsam wirkender Mann. Und insofern habe ich mich oft gefragt, ob ich den wirklichen Albert Speer oder mindestens den Albert Speer, der er bis spätestens 1945 gewesen ist, überhaupt je kennengelernt habe. Man muss ja in Rechnung stellen, dass Speer in der Zeit des NS-Regimes der Wirtschaftsdiktator Europas war. Was mich ehrlich erstaunt, ist die Vielfältigkeit dieses Charakters, die Facetten und Schatten, die man, wenn man ihn nur so als Sohn gekannt hat, überhaupt nicht erahnt hat. Er war ein äußerst angenehmer Mann, humorvoller Mann, aber dass der Power gehabt haben soll und Befehle gegeben, das konnte ich mir immer nur sehr, sehr schwer vorstellen. Für die Ewigkeit wollte Albert Speer für seinen Diktator errichten, zum Ruhme nationalsozialistischer Größe und Macht. Die monumentalen Visionen für das tausendjährige Reich wurden von den Siegern dem Erdboden gleichgemacht. Der Mythos Speer aber blieb. Nach dem Ende des Dritten Reiches wendete er sich zum Büßer. Er übernahm Verantwortung, bestritt jedoch persönliche Schuld. Seine enge Beziehung zu Hitler sei ihm zum Verhängnis geworden, bekannte er später. Doch wie kam es dazu, dass der begabte junge Architekt dem Diktator verfiel und 10 Jahre lang zu dessen engster Umgebung zählte? Und traf ihn wirklich keine persönliche Schuld? Zur exklusiven Gesellschaft vom Berghof gehörte seine Familie während des Dritten Reiches ganz selbstverständlich dazu. Margret Speer war mit Eva Braun befreundet. Für Albert, Speers ältesten Sohn, war Hitler ein Onkel wie jeder andere auch. Wie beurteilt er heute den Lebensweg seines Vaters? Wie hat er dessen Schicksal für sich verarbeitet? Albert Speer Junior ist einer der wichtigsten Stadtplaner Deutschlands geworden. Er zeichnete verantwortlich für den Masterplan der Expo 2000 in Hannover. Seine Firma hat Städte in der ganzen Welt maßgeblich mitgestaltet. Speer hat den berühmten Vater immer als Belastung empfunden. Den Beruf des Architekten hat er trotzdem ergriffen. Damals war das einfach ein Weg, der sich so ergab. Ich konnte gut zeichnen, ich konnte mich gut ausdrücken, ich hatte Ideen. Der Vater spielte dabei kaum eine Rolle. Aber ich glaube, das, was mich bis heute fasziniert, ist einfach das Gestalten können von Lebensbedingungen. Das ist die eine Seite. Und das Zweite, was ich also besonders gerne mache und was mir auch liegt, das Umgehen mit Menschen. Speer Junior hat seine Firma AS&P genannt. Aus dieser Anonymität heraus hat er ein Planungsbüro mit Weltruf geschaffen. Ich habe begonnen mit nichts und bin über die Dörfer getingelt. Und wir hatten kleine Flächennutzungspläne zu machen und kleine Bebauungsplänchen zu machen. Und von da aus hat das Büro eine Entwicklung genommen, mit der ich nie gerechnet hatte, die
über die Jahre so geworden ist, sowohl international wie auch national. Und die Aufgaben werden von Jahr zu Jahr interessanter und größer und schöner und schwieriger natürlich auch. Und das ist natürlich nicht also meine Leistung, dass das so ist, sondern das ist die Leistung des Teams, wobei ich für mich in Anspruch nehme, dieses Team dann auch dahin getragen zu haben. Dem Schatten des Vaters wollte er entfliehen. Denn als Hitlers bevorzugter Baumeister hatte Albert Speer Karriere gemacht. Der Diktator wäre selbst gerne Architekt geworden und suchte einen idealen Vollstrecker für seine gigantomanischen Pläne. So sah sich Speer schon mit 28 Jahren an der Seite seines Führers auf dem Weg zu tausendjährigem Ruhm. Die Möglichkeit, unumschränkt bauen zu können, habe ihn fasziniert, wird er später sagen. Das ungewöhnliche Verhältnis Speers zu Hitler hat Historiker immer aufs Neue beschäftigt. Der Publizist Joachim Fest hat Speer in den 60er Jahren bei der Abfassung seiner Memoiren beraten und viele intensive Gespräche mit ihm geführt. Natürlich war das der Katalysator oder der Kristallisationspunkt, die Architektur und die Leidenschaft für die Architektur. Aber nein, die wirkliche Ursache für das Zueinanderfinden, das ist, liegt im persönlichen Bereich und, oder im Bereich der jeweiligen Person. Und das vor allem bei Hitler. Wenn Hitler nicht auf Speer so angesprochen hätte, emotional angesprochen hätte, wie das der Fall gewesen ist, wäre es zu dieser Karriere im Dritten Reich niemals gekommen. Stundenlang, manchmal ganze Nächte hindurch, konnten der Diktator und sein Baumeister über Skizzen, Grundrisse und Modelle brüten. Hitler war voller Bewunderung für den jungen Architekten, der ihm so zu seinen glücklichsten Stunden verhalf. Speer war großbürgerlich, war frei, er war niemals subaltern. Alles Dinge, die Hitler imponiert haben und sah gut aus und so weiter. Sowas spielt ja auch in solche homoerotischen Verhältnisse dann hinein. Und das Verhältnis zwischen Speer und Hitler oder von Hitler zu Speer war zweifellos homoerotisch. Und das Erstaunliche ist ja, was ich meine herausgefunden zu haben, in dieser Beziehung zwischen den beiden war Speer immer der Dominante und der Stärkere und Hitler der Abhängigere, Schwächere. Gemeinsam planten sie den radikalen Umbau ganzer Städte und Landstriche. Und Speer hatte das Organisationstalent, um den architektonischen Träumen Hitlers eine Chance zur Realisierung zu geben. ...1937 bekam der Architekt die Gelegenheit, sich auf internationaler Bühne zu profilieren. Für die Pariser Weltausstellung entwarf Speer den deutschen Pavillon als Widerpart des sowjetischen. Für sein Bollwerk gegen den heranrückenden Osten wurde er mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Man kann sagen, wie also Philip Johnson, mein großer Kollege, so eine Chance lässt sich kein Architekt entgehen. Das ist bestimmt richtig. Nur kann man es aus meiner Sicht und aus meiner Generation heraus überhaupt nicht beurteilen, unter welchen Rahmenbedingungen das damals so entstanden ist. Mit dem Wissen, was wir heute haben, würde ich ganz klar behaupten und sagen, ich hätte mich anders verhalten. Aber nur mit dem Wissen von heute. Für Albert Speer schien es keine Grenzen zu geben. Der Chefausstatter des Dritten Reiches war nur Hitler persönlich verantwortlich. Als Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt erhielt er einzigartige Vollmachten. Und der Diktator und sein Architekt entwickelten größenwahnsinnige Pläne für die Umgestaltung Berlins. Hitlers Paladine wollen da nicht zurückstehen. Und so bestellt sich auch Hermann Göring bei Professor Speer einen repräsentativen Amtssitz. Der Architekt ist jetzt auch finanziell ein gemachter Mann.
Albert Speer Junior hat den monumentalen Entwürfen des Vaters sein Konzept der intelligenten Stadt entgegengesetzt. Moderne Gebäude sollen so entwickelt werden, dass sie flexibel und umweltbewusst auf Klima, sich ändernde Nutzungsbedingungen und neue Technologien reagieren können. Entschieden wendet sich der international erfolgreiche Stadtplaner gegen visionäre Pläne für Retortenstädte, die allein am Zeichentisch entstehen. In jede neue Stadt, die ich komme, die wird erstmal erlaufen, nicht erfahren und nicht also drüber geflogen, sondern ein, zwei Tage zu Fuß erfahren. Und wenn Sie einmal über dieses Riesengelände gelaufen sind, dann kriegen Sie ein Gefühl für die Dimensionen. Und aus den Dimensionen heraus kommen dann auch im Kopf irgendwelche Vorstellungen von Verbindungen und von Ideen. So arbeitet Speers Planungsbüro seit Jahren an Entwürfen für einen neuen Stadtteil von Shanghai. Dort entsteht in der Nähe des Volkswagen-Werkes eine Germantown für 300.000 Menschen. Gute Stadtplanung ist die Voraussetzung auch für eine gute Architektur. Mein Büro hat ja sehr viel auch im Ausland geplant, von Saudi-Arabien bis Nigeria und China und jetzt auch in Belize. Wir versuchen immer etwas zu finden, was sowohl die Kultur wie das Klima, wie die Landschaft, wie die Bedürfnisse der Menschen optimal berücksichtigt und gleichzeitig aber, soweit es geht, nachhaltig ist und mit Ressourcen sparsam umgeht. Als warnende Lektion begreift der Sohn die Entwürfe und Ideen des Vaters, der seine Kreativität ganz der menschenverachtenden Ideologie Hitlers unterordnete. Zunächst hatte der Architekt mit spektakulären Inszenierungen auf dem Nürnberger Parteitag das besondere Wohlwollen seines Auftraggebers erreicht. Hitler beauftragte Speer mit der Umgestaltung des Aufmarschplatzes auf dem Zeppelinfeld. Und Hitler gefielen die Entwürfe. Vor allem in Nürnberg wollte der junge Architekt den Visionen des Diktators steinernen Ausdruck verleihen. Gewaltige gesteigert erscheint das Bauschaffen des Dritten Reiches in Nürnberg. Hier erhebt sich, nach der Planung des Architekten Albert Speer, das Reichsparteitaggelände. 1936 gab Speer dort den Reportern des Nazi-Fernsehens ein Interview. Es ist ja ausgezeichnet, dass wir Sie hier treffen vor der alten Kongresshalle und Sie können uns ja vielleicht auch einiges sagen. Sie sind der Reichsarchitekt, Sie haben ja all das gebaut hier draußen, nicht wahr? Ja, ja. Na und was gibt es hier nun noch zu sagen über die Luitpold-Arena? Im Großen und Ganzen sind wir in der Luitpold-Arena ja dieses Jahr fertig geworden. Auch die Luitpold-Halle ist fertig, aber alles das, was Sie hier gesehen haben, ist ja eigentlich erst ein Anfang einer ganz großen Anlage, die im Laufe der nächsten Jahre entstehen wird. Anfang 1938 forderte Hitler den Ehrgeiz Speers mit einem neuerlichen Großauftrag heraus. Binnen eines Jahres sollte der Architekt seinem Führer eine neue Reichskanzlei erbauen. Nach anfänglichem Zögern übernahm Speer die Aufgabe und vollendete das Werk, zwei Tage vor Ablauf der Frist. Vor allem bei der Innenausstattung setzte Speer ganz auf Effekte. Nicht nur die 150 Meter lange Marmorgalerie sollte den Besucher gebührend einschüchtern. Wenn das die Diplomaten sehen, werden sie das fürchten lernen, meinte Hitler nach der ersten Besichtigung seines 400 Quadratmeter großen Arbeitszimmers. Ich meine, dass zu einem Teil er eine sehr schöne klassizistische Architektur gemacht hat. Das gilt meiner Meinung nach für große Teile der neuen Reichskanzlei. Die ist im Maßstab schön, die gliedert sich gut in die Stadt ein. Sie ist in Teilen auch bombastisch, wie man das heute nicht mehr täte. Zum Beispiel dieser Ehrenhof ist trist und trostlos. Aber andere Teile,
wie die Gartenfassade oder auch Bereiche in dem Gebäude selbst, sind, glaube ich, also sehr, sehr gut gelöst. Wo nicht nur die Bedenken, sondern mehr als Bedenken beginnen, das sind die Dimensionen von Straßen und Plätzen und der Kuppeldom und ich weiß ich was, wo einfach der Stadtmaßstab von Berlin nicht nur in andere Dimensionen pervertiert wurde, sondern wenn das gebaut worden wäre, auch kaputt gemacht worden wäre. Selbst die Pyramiden, so glaubten Hitler und sein Architekt, würden zurücktreten müssen vor den Betonmassen und Steinkolossen, die sie in Nürnberg und für die Welthauptstadt Germania auftürmen wollten. Bauten für die nationalsozialistische Ewigkeit. Brutalität in Stein. Albert Speer Junior hat sich dem erdrückenden Erbe des Vaters gestellt. In seiner Welt haben weder gigantomanische Visionen noch weltfremde Einzelaktionen Platz. Mit dem Namen lebe ich beruflich inzwischen 35 Jahre. Ich habe nirgends mit dem Namen Schwierigkeiten. Ich habe manchmal den Eindruck, dass die einzige Ausnahme davon Berlin ist, wo man, und das kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, wo man vor dem Namen Speer ein bisschen Angst hat aufgrund der Vergangenheit. So hat Speer sein Hauptquartier in Frankfurt am Main aufgeschlagen. Er hat die Wirtschaftsmetropole Deutschlands entscheidend mitgestaltet. Speer will Vorhandenes nutzen und menschenfreundlich umgestalten, so das Chaos wuchernder Städte organisieren. Mein Büro versucht, an jedem Ort für diese spezifische Situation etwas Besonderes zu entwickeln, was sich aus der Gesamtsituation heraus ergibt, was ruhig auch im Kontrast sein kann zu der Umgebung, aber letzten Endes versucht, Identität zu schaffen, etwas Besonderes zu schaffen, ein Bereich zum Beispiel wie das Wohnen hier im Park, wo sich die Bewohner in der Zukunft wohlfühlen werden und das Leben in der Stadt genießen und nicht mehr das Gefühl haben, sie müssen rausziehen auf die grüne Wiese. Doch trotz all seiner Erfolge befürchtet der Sohn, dass er den Schatten des Vaters wohl niemals los wird. Denn zu tief hatte sich Speer in die Verbrechen des Dritten Reiches verstrickt. Wäre ich doch nur Architekt geblieben, wird er einem seiner zahlreichen Interviewer sagen, dann wäre mir nichts passiert. Doch die brutale Realität des Regimes war ihm wohl doch vertrauter, als er später gerne glauben machen wollte. Denn er verschwieg dabei, dass seine Behörde schon vor Kriegsbeginn beste Beziehungen zu den Wirtschaftsunternehmen von Heinrich Himmlers SS unterhielt, dass KZ-Häftlinge die Ziegelsteine für seine Bauten herstellten. Ein unpolitischer Mensch sei er immer geblieben, ganz der großen Aufgabe verpflichtet. So hat sich Speer immer verteidigt. Tatsächlich hat er sich sogar direkt an den Verfolgungsmaßnahmen gegen die Berliner Juden beteiligt. Zu den vorbereitenden Maßnahmen für die Neugestaltung Berlins gehörte auch der Abriss von Häusern und ganzen Wohnquartieren. Die Hauptabteilung Umsiedlung in Speers Behörde kümmerte sich um die Durchführung.
Im Koblenzer Bundesarchiv ist eine Chronik erhalten geblieben, die belegt, dass die Maßnahmen der Generalbauinspektion vor allem gegen die jüdischen Bürger der Stadt gerichtet waren. Sie sollten sogenannten Abrissmietern Platz machen. Speer hat nachweislich davon gewusst. Diese Judenwohnungsentmietungsaktion erfasste über 20.000 Wohnungen. Und schon bald wurden die Berliner Juden nicht mehr umgesiedelt, sondern deportiert. Besessen von der Arbeit, von immer neuen Herausforderungen, fand Speer nur wenig Zeit für seine Familie. Tochter Hilde und Sohn Albert gehörten jahrelang zum dekorativen Beiwerk auf Hitlers Berghof. Es geht bei mir durcheinander, an was ich mich noch erinnere und was ich selbst über Bilder oder Filme gesehen habe. Ich erkenne mich da eigentlich nicht wieder. Also ich sehe mich da als Kind rumkaspern, sage ich mal, aber ich habe dazu überhaupt keine Beziehung und auch relativ wenig Erinnerungen. Als Hitler im Morgengrauen des 28. Juni 1940 das besetzte Paris besichtigte, war Albert Speer an seiner Seite. Trotz des Krieges hatte der Diktator an seinen Großprojekten festgehalten. Und Berlin sollte einst viel schöner werden als Paris. Der Krieg schien in diesem Moment nur eine lästige Pflicht auf dem gemeinsamen Weg nach Germania. Er selbst hat die Macht immer nur, jedenfalls in seinen Äußerungen, funktional gesehen, hat gesagt, ich brauchte einfach Macht, um gewisse Dinge, die ich durchsetzen wollte, durchzusetzen. Aber ich habe den Eindruck, dass er ganz unabhängig davon auch allmählich, vielleicht erst nachdem er davon geschmeckt hatte, allmählich auch die Macht um ihrer selbst willen zu schätzen begann. Als im Februar 1942 Rüstungsminister Fritz Todt bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen war, ernannte Hitler überraschend Speer zu dessen Nachfolger. Und in der neuen Funktion konnte der Architekt sein Organisationstalent unter Beweis stellen. Mit eiserner Hand beseitigte er die Mängel in der Rüstungswirtschaft. Unter seiner Regie wurden Produktionsziffern gesteigert, Arbeitskräfte rücksichtslos mobilisiert. Hitlers kultivierter Diener war auch in der neuen Funktion erfolgreich. Speer hat vom ersten Tag an gewusst, wie man das anstellt. Das ist schon verblüffend. Also eine sehr wache, eine Fähigkeit, sich sofort einzufühlen in eine neue Aufgabe, die Essenz dieser Aufgabe zu erkennen, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden, die richtigen Leute auszusuchen und dann einer Konzeption zu folgen, die sich tatsächlich auch als überaus effizient erweist. Das alles hat er gekonnt und ich finde, das ist eine seiner verblüffendsten Fähigkeiten gewesen. Ankunft im Führerhauptquartier. Alfried Krupp und seine Kollegen aus der Rüstungsindustrie erscheinen zum Vortrag. Seit Albert Speer das Managementprinzip eingeführt und die Produktionsanforderungen erhöht hat, gehen die Geschäfte blendend. Nur der Mangel an Arbeitskräften macht den Industriekapitänen Sorgen. Doch die Nazi-Führung hat vorgesorgt. Hunderttausende Männer und Frauen aus den besetzten Gebieten und den KZs werden zur Arbeit in den Fabriken gezwungen. Im totalen Krieg ist jedes Mittel recht. Ich frage euch, wollt ihr den totalen Krieg? Ja! Wollen wir ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn für uns heute überhaupt erst vorstellen können? Unter den jubelnden Volksgenossen im Sportpalast ist auch Albert Speer. Beim Zwangsarbeiterprogramm und anderen Fragen gibt es Äußerungen von ihm, die zeigen, dass er doch sehr immer auf der radikalen Seite stand, viel eher. Aber wissen Sie, das würde ich sagen, darin entspricht er eigentlich nur den Intellektuellen, zu denen er ja gehörte in einem weiteren Sinne. Intellektuelle sind immer für die radikalen Lösungen.
Ohne die Arbeitssklaven aus Heinrich Himmlers SS-Imperium hätte Speer den Ausstoß von Waffen und Munition nicht mehr gewährleisten können. Dem Minister war es gleichgültig, ob die Zwangsarbeiter aus Kriegsgefangenenlagern kamen oder aus Auschwitz. Als Generalbauinspektor für das Reich war er für die baulichen Belange in den KZs zuständig. Und so dokumentiert ein Briefwechsel aus dem Herbst 1943 seine Nähe zum Holocaust. Speer beschwert sich bei Himmler, dass die SS im KZ Mauthausen zu großzügig plane. Angesichts des Frontbedarfs müsse man, Zitat, sofort zur Primitivbauweise übergehen. Zwei seiner Mitarbeiter, so schreibt Speer, würden sämtliche KZ-Läger an Ort und Stelle überprüfen. Die Ingenieure Desch und Sander reisten auch nach Auschwitz und berichteten nach der Rückkehr dem Minister über die katastrophalen sanitären Verhältnisse. Ob sie dort auch etwas über die Massenmorde erfuhren, ist nicht belegt. Speer genehmigte persönlich zusätzliches Baueisen für Auschwitz und fügte seinen Bericht an Himmler handschriftlich hinzu, Zitat, es freut mich, dass die Besichtigung der anderen KZ-Läger ein durchaus positives Bild ergab. Die Bilder und Berichte von der Befreiung der Lager hätten ihn erst 1945 über die ganze schreckliche Wahrheit aufgeklärt, so rechtfertigte sich Speer immer wieder. Wenn es in seiner Macht gewesen sei, so habe er versucht, die Zustände in den Lagern zu verbessern. Doch so oft er beteuerte, nichts von den Massenmorden gewusst zu haben, so wenig hat man ihm geglaubt. Kurz nach seiner Freilassung aus Spandau gab Speer 1966 dem Spiegel sein erstes Interview. Das Originaltonband ist erhalten geblieben. Und natürlich steht schon im ersten Gespräch nach 20 Jahren Haft die Frage nach der persönlichen Schuld Speers im Mittelpunkt. Wenn Sie das Bedürfnis verspürten, zu helfen, resultierte das aus wirklicher Kenntnis der Dinge, die geschehen waren? Oder hatten Sie nur vage Ahnung? Ja, von dem, was in den Konzentrationslagern war, hat man nur eine vage Ahnung gehabt. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, wie ein Mann in Ihrer Position keine klare Vorstellung davon haben konnte, was da geschehen war. Wenn Sie dazu etwas sagen können. Ja, das ist natürlich die sogenannte Gretchenfrage. Das ist es. Ja. Es wäre sicher in meiner Position möglich gewesen, die Wahrheit zu erfahren. Ja. Es gab Andeutungen der verschiedensten Art, aber man ging nicht weiter. Man kümmerte sich um seinen eigenen Kram und kümmerte sich möglichst nicht um das, was nebendran passierte. Er hat immer bestritten, dass er von den Massenverbrechen gewusst habe. Und ich halte das für sehr fragwürdig. Die Indizien sind erdrückend, dass er gewusst hat. Aber es sind alles nur Indizien. Er selbst ist steif und fest bei seiner Behauptung geblieben, er habe es nicht gewusst. Der Stern des Rüstungsministers begann zu sinken, als die alliierten Bomberströme immer erfolgreicher dessen Fabriken in Schutt und Asche legten. Längst hatte das Zahlengenie Speer begonnen, seinem Führer geschönte Produktionsziffern zu liefern. Selbst Propagandaminister Josef Goebbels wurde misstrauisch. Ich glaube dem Speer kein Wort mehr. Er macht uns alle mit seinen Zahlen besoffen. Der Minister flüchtete sich im Januar 1944 in eine Krankheit. Erst nach Monaten kehrte er in sein Ministerium zurück. Obwohl Hitlers Paladine in der Zwischenzeit erfolgreich beim Führer gegen Speer intrigiert hatten, wollte der nicht auf ihn verzichten, ließ ihm sogar ausrichten, dass er ihn lieb habe. Als Hitler ihm ein Ultimatum gestellt hat, er müsse in 24 Stunden entscheiden, ob er noch auf den Sieg hoffe oder nicht, da hat er alles Mögliche versucht, um irgendeine Formel zu finden, die es ja nicht gab, um dem auszuweichen. Und dann ist er einfach unvorbereitet auf zu Hitler gegangen, als der ihn rief, um jetzt seine Entscheidung zu erfahren. Und dazu hat er gesagt, ich habe dann im Moment einfach auf die Phrase vertraut, für die wir ja alle anfällig waren, für irgendeine Art Phrase. Und dann habe ich gesagt, mein Führer, ich stehe bedingungslos hinter Ihnen. Und Hitler wurde weich und bekam Tränen in die Augen und so weiter. Die letzten Aufnahmen Speers vor dem Untergang des Dritten Reiches.
Der Minister inspiziert Truppen an der Westfront. Speer hatte inzwischen erkannt, dass der Krieg verloren war. Und als Hitler im Frühjahr 1945 die Zerstörung von Verkehrs-, Industrie- und Versorgungsanlagen in Deutschland befahl, versuchte Speer, die Durchführung dieser Nero-Befehle zu verhindern. Trotzdem flog er Ende April ein letztes Mal zu seinem Führer nach Berlin. Der Bann war noch nicht ganz gebrochen. Er sagt, ich wollte im Grunde die Entscheidung über mein künftiges Leben loswerden. Und das deutet darauf hin, und man muss das mit aller Behutsamkeit natürlich auch interpretieren, dass er eigentlich gedacht hat, so deute ich es jedenfalls, dass er aus Berlin nicht lebend zurückkehren werde. Entweder, dass er auf dem Hinflug, auf dem Rückflug abgeschossen werde, oder dass Hitler selber ein Erschießungskommando herbeiholt und ihn im Ehrenhof der Reichskanzlei, die er selber erbaut hatte, erschießen lässt. Mein Leben hätte einen besseren Abschluss gehabt, wird Speer einmal sagen. Doch Hitler ließ ihn gehen und beging 6 Tage später Selbstmord. Nach der bedingungslosen Kapitulation Nazi-Deutschlands blieb Speer im machtlosen Kabinett des Hitler-Nachfolgers Großadmiral Karl Dönitz als Produktionsminister. Doch er stand auch den Siegern in ausführlichen Gesprächen zu Diensten. He wanted to separate himself from the other Nazis, and he was prepared for it. Er wollte sich von den anderen Nazis absetzen und er war auf uns vorbereitet. Speer war begierig, uns Informationen zu geben. Er hatte sogar in einer Hamburger Bank eine große Zahl von Rüstungsunterlagen gehortet. Er erklärte uns, wo in Hamburg wir diese Unterlagen finden würden. Und wir haben sie dann von unseren Leuten holen lassen. Die Amerikaner fanden geheime Rüstungsunterlagen in dem Schließfach. 10 Tage wurde der Minister verhört und machte detaillierte Angaben über Interna der deutschen Rüstungsproduktion und zu den Auswirkungen des alliierten Bombenkriegs. Speers opportunistische Hoffnung, sich den Siegern unentbehrlich machen zu können. Er gab uns nicht das Gefühl, dass er die Seiten gewechselt hatte, aber er hinterließ den Eindruck, dass er sich irgendwie distanzierte, dass er kein wichtiges Mitglied des innersten Führungszirkel gewesen war. Er habe alles nur als eine Art Beobachter gesehen, wenn auch von sehr nahe. Einbezogen zwar, nicht aber wie zum Beispiel Joseph Goebbels als Teilnehmer. Nürnberg im Sommer 1945. Die Siegermächte beschlossen, dass in diesem Schutthaufen den Hauptkriegsverbrechern des Dritten Reiches der Prozess gemacht werden sollte. Aus der Stadt der Reichsparteitage, dem Symbol des grenzenlosen Führerkultes, wurde das Zentrum des alliierten Strafgerichts. Piloten der siegreichen US Air Force auf Besichtigungstour. Albert Speers Prachtbauten dienten längst nur noch als Kulisse für Erinnerungsfotos der neuen Herren. Die Amerikaner haben auch Albert Speer auf die Liste der Angeklagten gesetzt und ins Gefängnis nach Nürnberg verbracht. Ein Schuldbekenntnis hätte für den Rüstungsminister ohne Zweifel das Todesurteil bedeutet. Also präsentierte er sich den Anklägern als verantwortungsbewusster Deutscher. Ich hatte bereits in der Regierung Dönitz den Standpunkt vertreten, dass bei den ganzen Verbrechen, die damals aufkamen, es notwendig ist, für die Verantwortlichen sich zu stellen und die Schuld, die sie tragen, und auch die Schuld am Allgemeinen auf sich zu nehmen. Er wollte uns den Eindruck vermitteln, dass er zur Kooperation bereit sei. Gewissermaßen ein Bekenntnis für seine Zusammenarbeit und seine Schuld. Das unterschied ihn von seinen dummen Kollegen, die bis zum Ende ihre Unschuld beteuerten. Die Angeklagten erhielten Gelegenheit, sich schuldig oder nicht schuldig zu bekennen. Hermann Göring übernahm im Gerichtssaal sofort die Führung. Ich bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Einer nach dem anderen lehnte die Übernahme persönlicher Schuld an den Verbrechen Nazi-Deutschlands ab. Rudolf Hess.
Nein! Der Verteidiger von Großadmiral Dönitz, Otto Kranzbühler, erinnert sich noch genau an den angeklagten Speer, der es zunächst den anderen gleichtat. Nicht schuldig. Albert Speer gehörte mit Sicherheit zu den Angeklagten, die man bemerkte. Das war nicht bei allen der Fall. Er war auffallend durch eine sehr bewusste Haltung, die er während des ganzen Prozesses gezeigt hat. Aufmerksam, ohne die offensichtliche Form der Ablehnung, wie Göring sie zum Beispiel gezeigt hat. Mir persönlich hat seine Haltung während des Prozesses nur bedingt gefallen, weil er meinen Vorstellungen, die Verteidigung möglichst so zu führen, dass andere nicht belastet wurden, nicht gerecht wurde. Der Fall des Rüstungsministers war für den 19. Juni 1946 angesetzt. Dessen Verteidigungsstrategie ging auf, denn US-Chefankläger Robert Jackson setzt offenbar seine Hoffnungen auf Speer. He was concerned with construction, not with destruction. And seine Sache war der Aufbau, nicht die Zerstörung. Ich glaube, das war einer der Gründe, warum mein Vater sich entschlossen hatte, Speer zu prüfen, ob dessen Bekenntnisse ehrlich waren. Und es stellte sich heraus, sie waren ehrlich. Speer behauptete sogar, er habe Hitler umbringen wollen. Es blieb meiner Ansicht nach kein anderer Ausweg. Und in meiner Verzweiflung wollte ich diesen Schritt gehen. Denn es war mir ab Anfang Februar klar geworden, dass Hitler mit allen Mitteln, ohne Rücksicht auf das eigene Volk, den Krieg fortsetzen wollte. Wollten Sie das Attentat selbst durchführen? Warum scheiterte diese Ihre Absicht? Ich möchte über die Einzelheiten hier nicht weiter mich ausführen. Ich konnte es nur persönlich durchführen, weil seit dem 20. Juli nur ein engerer Kreis noch Zutritt zu Hitler hatte. Ich kann mich daran erinnern, dass nach der Giftgasaussage von Speer eigentlich eine allgemeine Ablehnung bei allen anderen Angeklagten zu bemerken war. Das haben sie ihm übel genommen und sie haben es ihm alle nicht geglaubt. Hermann Göring kommentierte Speers Behauptung mit den Worten: Wir hätten ihm nie vertrauen sollen. Speer hielt auch weiter an seiner Verteidigungslinie fest und verließ sich erfolgreich auf sein zivilisiertes Auftreten. He was an attractive person, but I don't think that was what saved his neck. He was a obviously. Er war ein gut aussehender Mann, aber ich glaube nicht, dass ihm das den Hals gerettet hat. Er war offensichtlich anders. Ich würde sagen, besser als die anderen Angeklagten. Aber ich glaube, auch das hat ihm nicht das Leben gerettet. Wenn man das Urteil liest, dann erkennt man, was ihn vor dem Strick bewahrt hat. Sein Verhalten am Ende des Krieges und sein Versuch, noch Schlimmeres zu vermeiden, nämlich Hitlers Politik der verbrannten Erde. Hitler und der Zusammenbruch seines Systems haben eine ungeheure Leidenszeit über das deutsche Volk gebracht. Die nutzlose Fortsetzung dieses Krieges und die unnötigen Zerstörungen erschweren den Wiederaufbau. Entbehrungen und Elend sind über das deutsche Volk gekommen. Es wird nach diesem Prozess Hitler als den erwiesenen Urheber seines Unglücks verachten und verdammen. Die Welt aber wird aus dem Geschehen lernen, die Diktatur als Staatsform nicht nur zu hassen, sondern zu fürchten. Trotz dieses Schlusswortes blieb Speers Schicksal bis zuletzt ungewiss. Erst Jahrzehnte später wurde bekannt, dass zwei der vier Richter die Todesstrafe für den Rüstungsminister verlangt hatten, denn zu tief sei der in das Zwangsarbeiterprogramm des Dritten Reiches verstrickt gewesen.
Am 1. Oktober 1946 dann verkündete das alliierte Militärtribunal im Nürnberger Justizpalast die Urteile im Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher des Dritten Reiches. In der Stadt herrschte Belagerungszustand, denn immer noch befürchteten die amerikanischen Besatzungstruppen Befreiungsaktionen. Die Spannung im Gerichtssaal war ungeheuer. Schließlich verhängte das Gericht 12 Todesurteile. Copies of all the documents put in evidence by the prosecution have been supplied to the defense in the German language. Albert Speer wurde zu 20 Jahren Haft verurteilt. Heute bin ich nach allem, was ich weiß, der Meinung, dass er für alles, was er getan hat, mit seinen 20 Jahren richtig gebüßt hat, dass das eine gerechte Strafe, soweit so etwas überhaupt also gerecht sein kann, war. Und dass ich erstaunt bin, wie aktiv und gut er diese Zeit überstanden hat. Die ganzen Spandauer Jahre sind angefüllt mit solchen Bemühungen, irgendwie auch mit diesen 20 Jahren zurechtzukommen, sie zu organisieren, wenn man so will, also seelisch zu organisieren. Und das ist ihm in hohem Maße gelungen, nur am Ende sagt er dann eben in einer der letzten Eintragungen, wenn ich mich richtig erinnere, ich mache mir nichts vor, diese Veranstaltungen, um zurechtzukommen mit Spandau, die haben mir zwar sehr geholfen, aber das, was sie eigentlich sollten, mir eine Art Deformation zu ersparen, das haben sie nicht bewirkt, natürlich bin ich deformiert. Ich glaube, dass ihn die Geschichte und seine Rolle in der Geschichte in der ganzen Zeit danach genauso verfolgt hat wie in Spandau. Und dass er zwar nach außen einen sehr legeren Eindruck machen konnte, aber seine Beteiligung und seine Schuld, glaube ich, hat ihn die ganze Zeit da nicht verlassen. Speers Heidelberger Villa wurde zum Wallfahrtsort für Journalisten, Historiker und Biografen. Bis zu seinem Tod 1981 blieb er unbeirrt seiner selbstgewählten Rolle treu, der des geläuterten Nazi. Ich glaube schon, dass er es als seine Aufgabe, vielleicht sogar als eine Art Verpflichtung ansah, der Öffentlichkeit mitzuteilen, was es mit dem Regime auf sich gehabt hatte. Das hat er als eine Art moralischer Verpflichtung doch wohl durchaus gesehen, obwohl ich glaube, dass er eigentlich nicht wusste, was im politischen Moral letzten Endes bedeutet, wie wichtig sie ist. So wenig wie er davon gewusst hat oder je begriffen hat, was Schuld eigentlich ist und vor allem die Schuld, die er auf sich geladen hatte. Ein Mann mit vielen Fähigkeiten, aber ohne Eigenschaften sei Albert Speer gewesen. So lautet das Fazit von Joachim Fest. Ein Genie der Anpassung und zu allem fähig.